Hallo und herzlich willkommen zum zweiten und ich denke auch mal zum letzten Part des Breakthroughs zu der Spezialdemo-Version zu Pokémon Sonne und Mond. Langer Satz, ich weiß. Wir drücken jetzt einfach mal Start, wie auf dem Bildschirm zu sehen ist. Und das Spiel speichert direkt sofort, nachdem wir das Spiel gestartet haben. Auch nicht schlecht. Die Zwischensequenz, die wir gerade eben hatten mit Professor Kukui oder wie man seinen Namen auch immer aussprechen mag. Ich habe keine Ahnung. Übrigens der schöne Pirouette, die er gerade gedreht hat. wir haben von ihm, von dem Professor, wie gesagt, ich habe es übersprungen, weil ich habe eben versucht aufzunehmen, aber es hat irgendwie gar nicht geklappt, aber egal. Ein Item bekommen. Ich glaube, man kann das sogar direkt hier sehen. Nee, haben wir nicht. Egal. Jedenfalls, wenn wir jetzt auf Y drücken, quasi dort, wo wir normalerweise unsere Basis-Items abgelegt haben, können wir jetzt den Tauros-Rambok quasi hinaufbeschwören. Und dann sind wir auf einmal auf einen Tauros drauf und jetzt können wir mit dem reiten. Was an sich viel cooler ist, als mit dem Fahrrad zu fahren. Klar. Was wir jetzt eigentlich zeigen könnten in der Demo, so viel ist es eigentlich gar nicht mehr. Wir haben gerade gesehen, der will uns morgen ein Item schenken. Wir müssen einfach nur noch hier ein paar Leute ansprechen. Und es kann durchaus sein, dass wir an den und den Tag vorbeischauen sollten, damit wir irgendwas von den Leuts bekommen. Das war's eigentlich auch schon. Wir können noch ein paar Trainer besiegen und wir können auch noch, wie ich bereits in meinem letzten Rising Ruby Part erzählt habe, ein Pokémon-Fangspiel noch machen. Ich suche gerade aber erst einmal eine Station. Ja, diese Fleckmon, die versperren uns gerade den Weg. Wir können jetzt hier nicht die Stadt verlassen. Ist ja klar, ist auch eine Demo-Version, ne? Ich laufe jetzt gerade planlos durch die Gegend, weil ich kann mich mit der Stadt hier mich noch nicht so wirklich orientieren. Aber es gibt doch hier irgendwo so einen Zaun, wo wir durchgehen können. Das ist auf jeden Fall nicht das, was ich suche. Ich glaube, wir müssen, glaube ich, eine Straße weiter. Ja, die Stadt ist komplett fremd für mich, ist klar. Sollte eigentlich für jeden hier fremd sein. Aber egal. Lassen wir es erstmal sein. Wir gehen erstmal zum Tenkerad-Hügel zurück. Und ja, besiegen erstmal die Trainer. Weil erst einmal ist das hier diese Trainerin. Und die meint, wenn wir erstmal die drei Trainer, die auf der Route sich hier irgendwo verstecken, besiegen werden. Und hier ist schon mal die erste. Dann tritt sie auch gegen uns an. Erwartet nicht viel. Die Kämpfe, die sind einseitig. Ja, wie gesagt, ich habe die Demo schon auf meinem New 3DS in Anführungszeichen durchgezockt und ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich sagen darf, dass man enttäuscht ist, dass nichts mehr kommt, aber man darf nicht vergessen, es ist eine Demo-Version. Eine Demo-Version ist dafür ausgelegt, einen kleinen Sneak Peek zu haben auf das Spiel, was bald rauskommt. Und ich weiß nicht, ob ihr damals, das richtet sich jetzt an die etwas älteren Zuschauer von euch, ich habe damals von diesem PlayStation Magazin immer diese Magazine gekauft und da waren immer Demo-CDs dabei gewesen. Das war halt ein Spiel quasi, was man in seine Playsee reingeklatscht hat. Und da waren halt Demo-Versionen drauf von Spielen, die bald rauskommen oder schon draußen waren, aber kein Mensch die gekauft hat, weil die Spiele so scheiße waren und deswegen Demo-Versionen draufgekommen sind. Und ja, diese Spiele waren halt eben ausgelegt, dass man halt eben nur ein Level von dem Spiel zocken kann. Und dann war es das auch schon. Und so ähnlich ist es auch hier. Die Spiele sind
gehe ich mal ganz, ganz stark davon aus, fertig entwickelt. Da muss nichts mehr dran gefeilt werden. Und ja, jetzt wartet einfach nur Nintendo ab. Ach, da ist, glaube ich, noch einer. Aber ich glaube, den haben wir ja schon letztes Mal besiegt. Wir können auch nicht mehr hier in dieser Höhle reingehen. Ja, die Spiele sind schon fertig, bestimmt. Momentan ist Game Freak dabei, die Spiele zu produzieren. Und jetzt, dann haben wir noch halt quasi Monatszeit drauf zu warten. Und solange werden wir uns mit der Demo begnügen müssen. Wie gesagt, das macht schon Bock auf das Spiel an sich selbst. Und jetzt auch mal wieder zurück zur Demo, weil ich habe gerade wirklich ein bisschen zu viel gelabert über halt eben Demos an sich. Wie gesagt, wir müssen ja die drei Trainer besiegen, damit wir das Mädel herausfordern können. Und wie ihr schon gemerkt habt, das Quaiju bekommt keine Erfahrungspunkte mehr. Das liegt einfach daran, damit man das Quaiju nicht, sagen wir mal, rein theoretisch auf Level 100 oder was auch immer leveln kann, um das dann halt zu übertragen auf die fertigen Spiele. Das heißt, wir können auch nicht herausfinden, was für Attacken das Quaiju noch erlernen wird oder erlernen kann. Sollte halt, wie gesagt, noch nicht gespoilert werden. Und jedes Mal, wenn Quaiju ein gegnerisches Pokémon besiegt und der Gegner noch weitere Pokémon zur Verfügung hat, dann verwandelt sich Quaiju in die Ash-Form. Ich finde den Namen immer noch ziemlich lustig. Erstens sieht Quaiju damit viel cooler aus und zweitens macht Wasser-Shuriken ein bisschen mehr Schaden, was Donald Trump leider spüren musste. Also ganz ehrlich, ich finde dieses Pokémon wirklich, sieht fast aus wie Donald Trump von der Frisur her oder so. So. Ich glaube, das waren alle drei, oder? Kann es? Bevor wir nach rechts gehen, besiegen wir den nochmal schnell und dann können wir auch mal das Pokémon-Fangspiel ausprobieren. Und das ist wirklich mehr oder weniger ein Vorgeschmack, wie man Pokémon halt in Gen 7 fangen kann. Ist nicht anders wie sonst auch, aber das werden wir gleich sehen. Erst einmal besiegen wir mal dieses Mini-Rass. Mit Nachthieb erstmal, weil mit Nachthieb ist es klar, höhere Volltrefferquote, vielleicht machen wir One-Hit, was uns in dem Fall nicht gelingt. Kopfnuss tut nicht weh, aber es hat einen Volltreffer gemacht und das ist nicht gerade schön. So, und jetzt wird sie ein Pikachu einsetzen. An sich nicht so schlimm, aber an sich auch wohl schon, weil Quaiju natürlich durch die Tatsache, dass es ein Wasser-Pokémon ist, das Pikachu mehr oder weniger, ja, schutzlos nicht, aber es ist auf jeden Fall wirklich ausgeliefert an Pikachu, weil ihr seht gerade, Quaiju hat nicht mehr so viele KP. Ich habe zwar einen Supertrank, aber ja, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir den Elektroball aushalten. Das schaffen wir tatsächlich. Perfekt. Dann machen wir nochmal Wasserschuriken, just in case. Batz. Wenigstens hat Pikachu ein bisschen bessere Synchro bekommen, wenn es besiegt wird. Macht es nicht mehr Pika, Pika, sondern Pika. Weißt du, wie so ein Pikachu, das kurz vorm Brechen steht, aber naja, so, wir bekommen noch ein Sternstück. Das können wir dann auch auf die volle Version übertragen, damit wir ein bisschen mehr Geld bekommen. Bevor wir aber nach rechts gehen, werde ich mal zurück nach Hauholy City gehen, denn das Pokémon Center benötigt meine Aufmerksamkeit. So, dann gehen wir mal rein. Ich finde es echt cool, wie die das hier gemacht haben. Einfach hier schön drauflegen und dann wird einfach mal das Artwork von Quaiju mal dargestellt oder generell von unserem Pokémon. Wir können nach wie vor nichts kaufen in den Märkten. Ich kann auch leider nicht in Optionen gehen, um den Text, um die Textgeschwindigkeit zu stärken. Stattdessen haben wir ein
Rotom bzw. den Pokefinder. Wir könnten noch auf Video ansehen, tippen, aber das Problem ist, dann wird die Demo-Version verlassen, dann gehen wir in den eShop rein und dann können wir uns den Trailer runterladen. Und respektive auch die Spiele dann runterladen, wenn sie draußen sind. Wenn wir nicht weiter wissen, was wir machen sollen, dann können wir auch den Professor direkt hier ansprechen. Oder halt generell die Sachen auf die Vollversion übertragen. Und wenn wir mit dem plaudern, dann gibt er uns einen Tipp, was wir generell machen können. Wie ihr sagt, wir können mit Tauros reiten. Und das machen wir jetzt auch weiter. Denn wie gesagt, das Pokémon-Fangspiel, das wartet noch auf uns. Und zwar einfach nach rechts und da ist auch schon der Herr. Bitteschön. Und zwar bekommen wir einfach eine begrenzte Anzahl an Pokébälle. Das sind schon ein paar. Werden wir jetzt auch mal gleich direkt sehen. Und unsere Aufgabe besteht darin, einfach so viele Pokémon zu fangen, wie wir können. Bis uns die Bälle ausgehen oder unser Quajutsu verreckt. Und da ist wie durch ein Wunder Professor Kukui mal wieder. Und warum steht er hier? Ihr könnt es euch vielleicht schon denken. Das Fang-Tutorial. Er zeigt uns, wie man ein Pokémon fangen kann. Als ob wir das nicht schon kennen. Ich glaube, von den ganzen Spielern, die dieses Spiel überhaupt spielen, weiß nur, oder wissen nur 2% überhaupt von den Spielern, wie man ein Pokémon fängt, beziehungsweise wie man sie nicht fängt. Beziehungsweise sie wissen gar nicht, wie man sie fängt. Meine Güte, was ist los? Ich glaube, wieder war Blödsinn hier. Haben wir es gesehen? Erstmal schwächen und dann einfach den Ball schmeißen. Er hat natürlich 50 Pokébälle. Schön gerade Zahl nehmen, damit es cool aussieht. Im Prinzip hat sich da auch nichts viel geändert im Vergleich zu der Generation davor, dass die Animation noch gleich geblieben ist, wie die Pokébälle sich bewegen. Nur ein paar mehrere Effekte haben es reingekloppt. So, und jetzt sind wir auch mal endlich dran. So, dann schauen wir mal, was es hier so alles gibt in den hohen Gräsern. Wie es hier gibt. Ist ja schon fast wie eine Safari-Zone. Hatten wir irgendwas von der Safari-Zone? Nur es gibt nicht so viele wilde Pokémon. Die ganzen Pokémon, die es hier gibt, die sind... Die kennen wir schon alle. Das ist das Pepek. Das werden wir auch direkt fangen. Und machen Aeroast, damit wir es nicht besiegen. Bei der Nacht wird es auf jeden Fall nicht überleben. Wegen der Step-Stärke. Und Wasser-Shuriken wird es unter Umständen auch besiegen. Aber bevor wir den Ball schmeißen, wir können ja im Kampfbildschirm selber auf beispielsweise das Pepek drauf tippen. Dann können wir sehen, was für ein Typ es hat, für all diejenigen, die es nicht kennen. Und welche Werte entweder gestiegen sind oder gesunken sind. Das sieht man anhand dieser Punkte, wenn da irgend so ein Dreieck drauf ist, dass eben dieser Wert gegeben, also gestiegen oder gesunken ist. Das finde ich super. Und wir können beispielsweise auch bei uns direkt nochmal nachschauen, was für eine Fähigkeit unser Quajutsu hat. Einfach auf das I drauf tippen, dann können wir auch lesen, was Freundschaftsakt macht. Das kennen wir ja schon mittlerweile. An sich eine super Sache. Und natürlich, wenn wir kämpfen, ob eine Attacke normal effektiv oder halt nicht oder sehr effektiv ist. Was wir jetzt machen, ist natürlich, wir schmeißen einen Pokéball. Wir haben nämlich hier 16 Pokébälle, drei Heilbälle und einen Superball zur Verfügung. Und ich würde mal sagen, wir schmeißen einfach einen ganz normalen Pokéball. Und es sollte auch drin bleiben. Wie viele Pokémon sollen wir fangen in der Demo-Version? Im Großen und Ganzen eigentlich nur drei Pokémon, um überhaupt irgendwas zu bekommen von den Herren. Wir können natürlich alle Pokébälle verballern, ich glaube aber, das bringt nichts, außer wir verschwenden damit nur unsere Zeit. Und dabei ist es auch eigentlich vollkommen egal, welche Pokémon wir fangen. Es
können von mir aus drei Woody Woodpecker dabei sein, es können drei Pikachus dabei sein, es können drei was auch immer dabei sein. Ein Wuffels. Ich finde das Pokémon süß. Ich bin echt gespannt, was sich, zu was sich Wuffels weiterentwickeln wird. Ich weiß, ja nicht so effektiv, aber wir wollen es ja nicht besiegen. Ich weiß, es gibt schon Leaks, wie alle Pokémon aussehen, welche Pokémon es überhaupt gibt. Aber ich bleibe dabei, ich werde mir die Leaks nicht ansehen bis zum Release oder generell, ich werde mir diese Leaks auch gar nicht geben. Denn selbst wenn ich das Spiel spielen werde, wenn sie rauskommen, möchte ich nicht schon wissen, was es alles an Pokémon gibt. Das habe ich damals schon in der 6. Generation gemacht und das hat mir den ganzen Spielspaß verdorben. Und das ist doof. Und das werde ich jetzt mit dieser Generation sein lassen. Was zum Teufel, es kommt raus? Warum? Wahrscheinlich war dieser Pokéball kaputt oder so. Und das habt ihr gerade gesehen, das Wuffels hat sich geboostet, deswegen können wir auch mal direkt hier sehen. Bahngriff ist halt eben ein Dreieck nach oben, was zeigt, Bahngriffswert ist gestiegen, was ja auch passiert ist mit Jaula. Wir versuchen trotzdem noch einmal einen Pokéball zu werfen. Ach komm schon! Scheiße! Dieses Wuffels will es wissen. Aber wir versuchen mal, vielleicht kriegen wir es irgendwie hin, das Pepek einzutauschen. Und es damit ein bisschen zu schwächen, aber ich glaube, das Wuffels wird dieses Pepek direkt besiegen. Wer hätte das gedacht? Ein Biss. Mist. Ich will jetzt nicht meinen Superball verschwenden. Kann ja nicht wahr sein. Ich werfe noch einen Pokéball, komm. Wer hat doch gelacht. Come on. Jawohl. Warum nicht gleich so? Warum nicht gleich so? Ich werde auch, wie gesagt, noch drei Pokémon fangen. Wenn wir mehrere Pokémon fangen sollten, das heißt, wenn unser Team voll ist und wir fangen ein siebtes Pokémon quasi für das Team. Ein wildes Pikachu, wer hätte das gedacht. Dann können wir aussuchen, ob wir das Pokémon austauschen gegen ein anderes Pokémon im Team. Oder es einfach wieder freilassen. Mal extra Wasserschuriken, weil ich keinen Bock habe, paralysiert zu werden. Ich hoffe mal, dass Wasserschuriken das Pikachu nicht besiegt. Dreimal getroffen. Weil Elektroball kommt jetzt bestimmt. Macht schon weit Schaden hier. Wir werden werfen jetzt einfach mal jetzt den Superball. Was ich aber ehrlich gesagt noch gar nicht herausgefunden habe. Und ich werde jetzt trotzdem Pikachu an den Anfang stellen. Und noch ein Pokémon fangen oder besiegen. Weil ich weiß nicht. Weil wir haben ja gesehen, dass Quajutsu bekommt keine Erfahrungspunkte. Aber kriegen die anderen Pokémon auch keine Erfahrungspunkte. Das werden wir jetzt herausfinden. Ich wollte schon sagen, kann man die Pokémon nicht wieder tauschen? Der Finger hat's getan. So, dann suchen wir nach einem weiteren Pokémon. Mangunio. Donald Trump. Ja, da können wir keine Spitznamen geben, aber das macht ja auch nichts, denn die Pokémon müssen wir eh gleich wieder fangen lassen. Freilassen, entschuldigt. Elektroball. Sollte reichen für den Pokéball. Ich glaube, ein Wangenruppler würde das Mangunio besiegen, deswegen lasse ich das mal. Sehr gut.
Bekommen wir jetzt Erfahrungspunkte? Tatsächlich. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht den Bock, dass, ja, die Lust, dieses ganze Video damit zu verbringen, die Pokémon zu trainieren. Ich glaube, das bringt nichts, weil ich glaube, bei einem bestimmten Level können wir es einfach nicht mehr weiter trainieren. Ich will jetzt aufhören, weil wir haben jetzt 4 Pokémon gefangen, das reicht erstmal. Und hier ist das Nugget, was wir bekommen. Auch das können wir für bares Geld verkaufen, wenn wir das auf die Vollversion schicken. Was uns einen kleinen Vorteil gibt, wenn wir ein paar Tränke oder sowas brauchen. Bin gespannt, wie schwer dieses Spiel überhaupt sein wird. So, Spiel wurde gespeichert. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Mehr gibt es eigentlich gar nicht zu zeigen, beziehungsweise ich habe nichts weiteres gefunden. Und auch die ganzen anderen Videos, die ich gesehen habe, von den anderen YouTubern, die Pokémon machen, wie zum Beispiel auch die King Nappy und Shofu. Ja, bei denen gab es auch nicht viel mehr zu sehen. Das ist, glaube ich, das Rathaus gewesen. Ne, da kommen wir gar nicht rein. Ach, keine Ahnung. Wie gesagt, die Stadt ist mir so fremd. Hier kann man anscheinend Kleidung kaufen, um sich zu individualisieren, wie in X und Y auch. Ein Feature, was ich ehrlich gesagt sehr gemocht habe. Wo die Kleidung war ziemlich teuer gewesen teilweise. Und ich finde es cool, dass sie diesen Sound, was abgespielt wird, wenn wir die Türe öffnen, aus der dritten Generation übernommen haben. Da kommen wir nicht rein. Also wie gesagt, es gibt ein paar NPCs, die hier an bestimmten Tagen Items schenken, die wir dann noch auf die Vollversion übertragen können. Und hier ist eine der Zäune, die ich eben vergeblich gesucht habe. Na, komm. Denn da können wir durchlaufen und da ist auch hohes Gras. Da finden wir auch genau dieselben Pokémon, die wir auch sonst immer gefunden haben. Pepek, Donald Trump, Pikachu und so weiter. Und das ist dieses komische Restaurant mit den Malasadas. Und hier ist das Rathaus. Versuchen wir mal jemanden zu finden, der eben sowas zeigt. Wie zum Beispiel, glaube ich, dieser Trainer oder Herr. Meine kleine Pikachika feiert hier in 12 Tagen Geburtstag. Es würde mich sehr freuen, wenn du an ihrem Ehrentag mit uns feiern würdest. Vergesst nicht, einfach mal in 12 Tagen oder in wie vielen Tagen es bei euch sind. Ich habe keine Ahnung, ob sich das unterscheidet bei den ganzen Spielen. Geht einfach mal zu ihm hin und dann werdet ihr euch mal überraschen lassen, was passiert. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ja, aber das war's auch schon. Da war auch gerade unsere Mami. Die saß da. Aber die macht auch nichts. Wie gesagt, es gibt's eigentlich nicht mehr zu zeigen. Hier, in 5 Tagen treffe ich mich hier mit jemandem, der mir geholfen hat, dass ich meinen Fuß verstaucht habe. Na gut, also wie gesagt, mehr kann man nicht zeigen. Und deswegen habe ich auch zuerst gedacht, mache ich erstmal ein ganz kurzes Video, aber in dem Fall sind es wirklich wieder 24 Minuten geworden, so wie ich gerade sehe. Das ist schon eine große Menge. Und ja, wie gesagt, ich kann jetzt noch weiter hier rumlaufen, aber am Ende passiert halt nichts mehr. Da ist noch die Polizeistation, da können wir nochmal ganz kurz hingehen. So. Kann auch hier reingehen. Was ist das denn?
Das ist, glaube ich, auch so eine Alola-Form von irgendeinem Pokémon, aber ich habe keine Ahnung von wem. Könnte ja nach einem Snubbel aussehen oder nach einem, keine Ahnung, Mauzi. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich habe, wie gesagt, die ganzen Alola-Formen auch gar nicht studiert. Die auch released worden sind, offiziell von Nintendo oder Game Freak in dem Fall. Hier am Hafen. Können wir auch hier reingehen und. Mein Schiff legt in 24 Tagen ab. Klar, versprechen wir das mal. Ob ich das zeigen werde in einem Video, keine Ahnung. Ich glaube, das werde ich eh vergessen, aber. Wie gesagt, ihr könnt natürlich die Demo euch selbst runterladen. Vom eShop ist kostenlos und dann könnt ihr das auch selbst herausfinden. Und mit diesem Marshomai, weil es glaube ich noch einen gibt, und da laufen wir jetzt noch mal ganz schnell hin, dann werde ich auch mal dieses Video beenden, denn wie gesagt, es gibt nichts mehr zu zeigen. Es ist alles, was es hier gibt in dieser Demo-Version. Seid nicht enttäuscht, dass es eben so wenig ist, aber es ist halt wie gesagt eine Demo-Version. Und in der Demo-Version, da kann man kein vollwertiges Spiel erwarten. Nur was es mit diesem Marshomai auf sich hat, dass sie hier. Dass hier ganz alleine mitten auf diesem blanken Feld steht, ich habe keine Ahnung. Aber das ist mir jetzt auch ehrlich gesagt total egal. Das werden wir wohl natürlich spätestens in einem Monat erfahren, wenn die Spiele denn auch bei uns erscheinen werden. Am 23. November ist es soweit. Da kommen die Spiele bei uns raus, eine Woche früher in Japan und USA. Da werden auch schon die meisten Leute schon die Spiele dann auf YouTube hochladen. Ich denke, ich werde, und das ist auch schon eine Projektankündigung, die ich jetzt hier machen werde. Ich laufe ein bisschen rum, damit es hier nicht so ein bisschen blöd aussieht. Ich denke mal, ich werde zu Generation 7 auch ein Let's Play machen. Ich weiß aber nicht, zu welcher Edition, ob es zur Sonne oder zum Mond wird. Das kann ich euch nicht sagen, weil ich selbst nicht weiß. Ich habe nur gelesen, dass es bei Pokémon Mond eine andere Zeitzone gibt. Das heißt, wenn wir Tag im echten Leben haben, ist es bei denen Nacht und umgekehrt. Bei Sonne. Klingt auf jeden Fall gar nicht so schlecht. Ich denke mal, es wird Pokémon Mond sein. Kann aber Pokémon Sonne sein, ich habe keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall eventuell auch am Release-Tag, ich weiß aber nicht, ob ich das dann am 23. November oder vielleicht sogar früher machen werde, wenn die US- oder japanische Version rauskommen, wo man die Spielsprache eh einstellen kann. Das Video dann hochladen werde, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, es wird auf jeden Fall kommen. Und ihr könnt euch schon mal darauf freuen. Ich freue mich selber auch drauf. Und ich bin echt gespannt, was die Spiele denn sonst zu bieten haben. Denn das Spiel ist ja ein sehr groß gehyptes Spiel. Von den meisten, für die meisten Pokémon-Fans. Was eigentlich bei jedem Spiel dasselbe ist. Aber naja. Ich bin echt gespannt. Das war das Playthrough zur Demo-Version von Pokémon Sonne und Mond. Wenn es was Neues geben sollte, werde ich das in einem Video nachreichen. Und ja, dann würde ich mal sagen, war es das hiermit. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns weiter bei dem Pokémon Rising Ruby Let's Play. Und ja, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder einen schönen Morgen oder wann auch immer ihr das Video guckt. Bleibt gesund. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ciao und tschüss.